Hallo Freunde des Lichts. Tobi, einer meiner Abonnenten, hat, nachdem ich das Low-Cost Prepping Video August 2018 gemacht habe, mit dem einen Teil vom Aufmotzen des Erste-Hilfe-Kits, hat er geschrieben, seiner Meinung nach gehört da noch ein bisschen was dazu. Er hat erst gar nicht abgewartet, bis das, der zweite Teil abgehandelt war oder produziert war, nämlich Low-Cost Prepping September 2018. Da ist ja die erste Hilfe noch ein bisschen ausgebaut worden. Ich weiß nicht, was er gemeint hat, was seiner Meinung nach noch fehlen würde. Aber Tobi hat mir ein entsprechendes Paket geschickt und da bin ich jetzt wirklich extrem neugierig. Was hast du dir dabei gedacht, Tobi? Ich meine, du bist vom Fach, du weißt, von was du redest, ganz klar. Und da bin ich jetzt mal wirklich richtig riesig gespannt, was deiner Meinung nach noch dazugehört. Es ist hoffentlich nichts, was ich dann schon im Video für die Low-Cost Prepping Serie 09/18 gemacht habe. Aber ich könnte mir jetzt so direkt gar nicht vorstellen, was du meinst. Höchstens vielleicht Anamnese oder irgend sowas. Guck mal rein. Ich mache mal Tabletop. So. Ein Merkblatt für die Händedesinfektion. Ist okay. Das ist richtig, sollte man ausreichen und lange genug machen. Oh, Desinfektion. Ah, Desinfektion ist gut. Da rennst du bei mir offene Türen ein mit Desinfektion. Was haben wir denn hier? Hoppala. Halt dich's aus. Ja, guck da hin. Ganz fein greifende Pinzetten, spitze Pinzetten. Steril abgepackt, eine sterile Schere, was ist für eine? Steht da was drauf? Das ist eine normale Schere, ja. Mal schauen, ja, lässt sich ganz normal bewegen. Super, lasse ich natürlich eingepackt, packe ich nicht aus, wenn schon so schön steril eingepackt ist, dann lassen wir es auch so. Eine Zigarre. Guck mal hier. Was? Hier war es nicht so, das. Mach es. Lass es trocken. Eine Moxa-Kerze. Ja, sage mal, wer sich mit Moxa nicht auskennt, der sollte vielleicht mal ein bisschen googeln. Da arbeiten auch sehr gern die Heilpraktiker mit. Ist auch noch eine, hier noch eine Moxa, oder? Tatsächlich, ja. Ist ja toll. Und das ist... das ist zum Kleben, das ist wie so eine Art Pflaster, durchgehend, halt einfach als Tape zu kleben. Gut, das passt wirklich sehr, sehr gut in die Erste-Hilfe-Ausrüstung. Ihr habt das gesehen, das Video 9/18 vom Low-Cost Prepping, eben wo die Erste-Hilfe abgeschlossen wurde. Da habe ich auch noch einige Dinge mit Wundverband etc. gemacht. Das ist hier jetzt natürlich über eine größere Wunde. Ganz klar, wenn was versorgt wird, das gehört nicht mehr zur normalen Ersten Hilfe dazu. Zum Beispiel jetzt, wenn eine Naht gesetzt werden muss oder so, wenn es also ein bisschen was Größeres ist, dass man Mull draufpackt und es richtig schön einpackt, also überdeckt mit so einer Klebe, mit einer atmungsaktiven Klebefolie, das ist natürlich hervorragend. Ja. Octisept, Desinfektion. Leute, das glaubt ihr gar nicht, wie wichtig Desinfektion ist. Da gehe ich aber
ganz speziell in meinem neuen Buch, Der Prepper auf der Flucht, ganz intensiv darauf ein, wen das interessieren sollte. Das ist nämlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt, warum wir Menschen unser Leben deutlich verlängern konnten gegenüber früher. Zum einen natürlich Medikamente, Instrumente und zum anderen Desinfektion, überhaupt das Verständnis von Bakterien etc. Da haben wir Giloprosett. Für Erkältungssymptome ist ein Pulver zum Einnehmen. Eine gute Sache, eine kleine Erkältung. Gut, ich meine Erkältung, das kommt jetzt immer darauf an, wann man darauf reagieren soll, klar. Haha, Leukosan Strip. Pflaster. Das ist eben genau, ja. Das. Aber Pflaster kann man. Ach, guck mal. Das ist sogar für eine Wunde. Also eine, anstatt zu klammern zum Beispiel, dass man diese Strips drauf macht. Wunderbar. Das ist eine schöne Ergänzung. Kein normales Pflaster, ist eine schöne Ergänzung dazu. Ja. Das freut mich. Das ist Desinfektion mit Sicherheit. Ja, Händedesinfektionsmittel. Kann nicht kaputt gehen. Ist in 20 Jahren immer noch genauso wirkungsvoll und genauso gut wie heute. Klasse. Guck mal. So muss ich halten. Nitril, Handschuhe. 100 Stück, Größe L. Das könnte vielleicht. Komm, ich mach's auf. Ich mach's an der Seite auf. Könnte vielleicht für meine Hände etwas zu klein sein. Mal schauen. Was sinnvoll geht. Einen rauszuppeln. Ohne die ganze Kiste auseinanderzureißen. Ah, doch, könnte funktionieren. Doch. Knapp, knapp. Aber der Vorteil ist, es ist Nitril. Und es lässt sich ein bisschen ziehen. Also geht. Tobi, sehr schönes Geschenk. Vielen, vielen Dank. Gehört auch mit zur Desinfektion. Das ist ein richtig wunderschönes Desinfektionspaket, muss ich sagen. Also passt. Da die Hände eh nicht steril eingepackt sind, die Handschuhe packe ich denn gerade wieder hier mit dazu, gespart wird. So rum. Ja. Perfekt. So, da ist noch ein Briefchen. Mal schauen, was Tobi so schreibt. Ich lese euch das mal vor. Also zum Brief. Lieber Walter, einige kurze Bemerkungen zu den Artikeln. Also, wohl eine Bedienungsanleitung. Nitrilhandschuhe. Damit du jeden Gedanken an Latexhandschuhe endgültig aus dir und deinen Videos verbannst. Grinse Emoticon. Im Ernst, Latex und das darin enthaltene Puder sind derart allergen, dass das Zeug verboten gehört. Ui, dann gäb's aber viele Kondome nicht mehr. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe diese Latex-Handschuhe ganz speziell aus dem Grund, weil ein Bekannter von mir oder fast Freund, kann ich sagen, sehr günstig an die Dinger rangekommen sind. Die haben mich nichts gekostet. Deswegen habe ich die im Erste-Hilfe-Kit im Locus-Prepping-Bereich. Aber auch bei meinen Bienenvideos habe ich ausschließlich Nitrilhandschuhe. Die sind deutlich besser von der Handhabung. Man kann sie deutlich besser anziehen, obwohl ich, habe mir jetzt auch wieder gesehen, obwohl ich größere Hände habe, die L passen mir normalerweise nicht so gut, aber auch die kann ich an- und ausziehen. Bei Latexhandschuhen sind da ganz große Probleme, die gehen in der Regel recht schnell kaputt. Auch die ganze Puderei am Latex, das gefällt mir auch nicht, hat mir noch nie gefallen. Aber jetzt habe ich ja Nitrilhandschuhe, die darf ich austauschen im Low-Cost-Prepping-Projekt. Die anderen Dinge darf ich offiziell in dieses Projekt, im Rahmen dieses Projekts nicht mit reinnehmen,
Weil ich müsste die ja vom Betrag her, was sie kosten würden, müsste sie mit anrechnen. Und nee, aber ich freue mich sehr, dass ich das in meine Apotheke mit reinnehmen darf. Danke, vielen Dank. Nur die tue ich rein. Wir haben ja diese Latexhandschuhe im Projekt, haben wir drin. Und die tausche ich ganz einfach aus dagegen. Das ist okay, das ist in Ordnung. Ja, mal schauen, vielleicht kann ich auch das ein oder andere auch noch austauschen gegen den Artikel, sodass die Kalkulation wieder stimmt, weil die Kalkulation soll ja passen. Also mir gefallen diese Dinge sehr gut. Ja. Gut, gehen wir weiter. Octenisept. Wichtigstes Medizinprodukt zur Wunddesinfektion. Sehr gute Wirkung auch gegen Problemkeime. Gehört in jede Hausapotheke preiswert dazu. Auch in ganz kleinen praktischen Flaschen erhältlich. Du wirst schon Nutzen an der großen haben. Jo, bringt mir auf jeden Fall sehr viel Nutzen. Finde ich sehr, sehr gut. Was ist denn? Ja, genau das hier. Finde ich sehr gut, kann man sehr gut anwenden. Wir wenden zwar, was jetzt die Wunddesinfektion angeht, auch für tiefere Wunden in der Regel Chlordioxid an. Das ist noch ein bisschen reaktiver. Aber Octenisept ist natürlich, wenn man jetzt jemand anderen behandeln würde oder müsste, ist es besser, man greift auf offiziell zu handhabende, sage ich jetzt mal, Artikel zurück, weil Chlordioxid ist nicht offiziell freigegeben für die Wunddesinfektion. Sage ich es jetzt einfach mal so, um das vorsichtig auszudrücken. Danke, gerade speziell, wenn ich andere Leute versorgen muss. Kann ja unter Umständen sein, weil wir hatten ein Buschkraft-Camp jetzt Anfang des Jahres. Ich habe vor, jetzt irgendwann nächste Zeit nochmal so ein Buschkraft-Camp zu machen für die Patrons. Und da ist eine gute, ausreichende Erste-Hilfe-Ausrüstung natürlich ganz, ganz wichtig. Klar. Und da ich quasi der Veranstalter bin, muss ich auch ein bisschen dafür sorgen. Obwohl ich glaube, dass die Leute alle recht gut vorbereitet auch sind, auch hier vorgesorgt haben. Aber lassen wir es mal weiter. Sterilium zur hygienischen Händedesinfektion, die rettet Leben. Das hier. Jo. Desinfektion, Desinfektion, Desinfektion. Zauberwort. Das sind die drei wichtigsten Worte. Flyer dazu. Flyer dazu? Habe ich einen Flyer? Ach ja, der Flyer. Ist das hier, die Anweisung, wie man korrekt Hände desinfiziert, dass man eben auch richtig reinknetet, dass man auch hier drin und hier speziell ausreibt, also nicht nur drauf machen und ein bisschen verreiben, das ist keine Desinfektion. Eine Händedesinfektion läuft anders ab. Aber dieses Merkblatt werde ich selbstverständlich, das ist nämlich gratis, deswegen werde ich das selbstverständlich beim Low-Cost Bushcraft-Projekt am Regal, also hier an dem Platz, wo die Erste-Hilfe-Ausrüstung ist, aufhängen. Das geht, das darf ich. Aber das Octenisept, das müsste ich, wie gesagt, müsste ich das Euro, also monetär, müsste ich das bewerten im Projekt und da ist jetzt da in dem Projekt kein Platz. Aber wie gesagt, bei mir in der Hausapotheke wunderbar. Super. Weiter zum Sterilium. Wenn es irgendwann mit der Versorgung bergab geht, leidet die Hygiene. Das ist richtig, das ist absolut richtig. Und deswegen lege ich auch so großen Wert auf den Bereich Hygiene, einen extrem großen Wert. Wie gesagt, im Prepper auf der Flucht ist da recht ausführlich beschrieben, auch schon im Urban Prepper. Klar, logisch. Aber richtig intensiv im Prepper auf der Flucht. Klar, Seife geht auch, aber Sterilium ist schon ganz gut, sehr gut hautverträglich und rückfettend, preiswert dazu. Das ist jetzt eben im Chlordioxid nicht, weil im Chlordioxid desinfiziert, gibt es keinen rückfettenden Effekt. Das ist natürlich ein Vorteil, was die Haut ein bisschen mehr schont, pflegt, klar. Keine Frage. Instrumente. Die Schere und die Pinzetten sind sogenannte Einmalinstrumente. Das kannst du aber ganz vergessen. Die werden bei mir nicht nur einmal verwendet. Natürlich, klar, im OP und beim Arzt und so, da mag das noch sein. Bei mir nicht. Die sind zwar jetzt steril verpackt, aber lange hält diese Sterilität hier drin auch nicht an.
Von daher, wenn man sie je nachdem in der Wunde einsetzen müsste, muss man sie vorher sowieso nochmal desinfizieren, ordentlich desinfizieren. Hierfür nehme ich natürlich auch wieder Chlordioxid, ist ganz klar, weil es einfach das Beste ist. Ja. Meiner Meinung nach. Und deswegen, allein schon deswegen, werde ich sie nicht nur einmal anwenden. Auf gar keinen Fall. Bist du verrückt? Spart wird. Ah ja, da schreibst du es ja. Klingt seltsam, ist aber so. In der Praxis benutze ich sie bei Problem, kein Patienten, dann werden sie nach. Ja, eben, das wäre viel zu schade. Das kann man doch nie wegschmeißen. Das ist so ein gutes Material. Ich habe übrigens auch von der Krankenschwester habe ich auch schon mal ein paar spezielle OP-Scheren geschenkt bekommen. Da bin ich ja sehr dankbar dafür. Die Dinger, die kriegst du ja nicht kaputt. Die sind ja sauscharf und die kriegst du nicht kaputt. Gute Sache. Ich verwende die aber nicht nur jetzt im Bereich Erste Hilfe. Ich verwende sie auch so alltäglich. Gutes Material. Die Schere und eine Pinzette sind original verpackt. Die zweite Pinzette ist auch neu, klar, aber mit dem patentierten Schliff nach Dr. Jahns versehen. Ist daher auch gut für später geeignet, Reinigung und Desinfektion für den Hausgebrauch bei allen Artikeln wie üblich. Das ist glaslogisch. Ach, da ist eine bearbeitet. Da muss sie auch sein irgendwo. Ah, jetzt. Ja, die ist geschlossen, da ist noch zu. Und da ist auf, ah, da ist eine auf. Yep. Oh. Geil. Mit der Spitze, da kriegst du alles raus. Da kann man später richtig fein dran gehen. Auch die kleinsten. Super, vielen Dank. Ja. Also was das angeht, bin ich auch so ein kleiner Gier-Prepper, wenn ich sowas haben kann. Das ist ja klar. Aber ich bin nicht der reine Gier-Prepper, wie in der Videoserie, also in der Video-Zweiteiler, den ich gemacht habe. Moxa-Zigarre aus der TCM. Ja, klar. Bei uns in der Regel bei Stichen von Wespen, Bienen und Bremsen im Einsatz und daher Outdoor beim Paddeln immer dabei. Aha, okay. Man zündet das Ding an, lässt es kurz durchglühen und überwärmt die gestochene Stelle mit kreisenden Bewegungen vorsichtig. Abstand ein paar Zentimeter einfach mal versuchen. Hintergrund ist, dass die Gifte der genannten Stecher thermolabil sind und dann nicht mehr wirken. Muss sofort angewendet werden und vorsichtig wegen der Hitze will trocken gelagert werden. Okay. Okay. Habe schon gedacht, dass man die Dinger nicht rauchen kann. Aber ich hatte bisher noch nie eine Moxa-Zigarre in der Hand, also interessant. Ja, muss man abwarten. Also ich werde sowieso öfters gestochen, kann ich vielleicht dann direkt auch mal anwenden. Da muss ich aber so eine Zigarre schon direkt in mein Bienenarbeitsgerät reintun, damit ich es auch direkt einsetzen kann, weil du schreibst, da muss man sofort anwenden. Logisch, Glas, das verteilt sich natürlich das Gift sehr schnell. Ich habe in der Regel, wenn mich eine Biene sticht, habe ich in der Regel am Anfang, gut, klar, man spürt den Stich erstmal, aber dann ist es relativ schnell wieder vorbei bei mir. Dann ist erledigt. Aber einen Tag später, also nach 24, 30 Stunden später, schwillt dann die Stelle bei mir schon an. Und je nachdem, an welcher Stelle das ist, dann kann das schon bis zu 14 Tage gehen, bis diese Schwellung wieder weg ist. Also ich hab mal einen Stich ins Ohr bekommen. Und da war zuerst außen geschwollen und dann hat sich die Wirkung des Gifts und des Gifts selber immer weiter reingezogen. Ich habe es gemerkt im Gehörgang, im Außenohr. Das ist nachher sogar dann ganz zugegangen. Klar, logisch ist mit nöcherner Höhle. Da kann die Schwellung nicht nach außen gehen, die kann nur nach innen gehen. Und es hat also auf jeden Fall 14 Tage gedauert, bis ich wieder ordentlich gehört habe auf dem Ohr. Ich habe dann nichts mehr gespürt nachher. Im Moment des Stichs, okay, habe die Biene weg.
Und an dem gleichen Tag war es auch gar nicht wild. Und wie gesagt, am nächsten Tag fing es dann an, da außen die Schwellung am Ohr und dann hat sie sich schön reingezogen. 14 Tage, einohrig. Gut. Giloprosit, ein Erkältungsmittel, ernsthaft, natürlich nicht für Erkältungen, aber optimal für mindestens mittelschwere, fiebrige Infekte mit richtig krank Gefühl. Siehst du mal, und ich dachte, das Giloprosit, das wäre rein für eine Erkältungskrankheit, denn da bin ich ein bisschen distanziert zu Erkältungsmitteln, denn wenn man eine Erkältung hat, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt sofort ein Medikament oder irgendwas notwendig, deswegen habe ich erstmal ein bisschen geguckt, gegen Erkältungskrankheiten, aber wenn du schreibst, dass es so das richtige Gefühl ist, was man hat und dagegen ein bisschen was zu tun, dann finde ich es dann wieder gut, dann finde ich es in Ordnung. Also wenn man so richtig down, weg, kaputt, am Arsch und so weiter, dann ist das gut, das merke ich mir. Ja. Vorteil ist Paracetamol, kein NSAID. Und Penileferin, das nicht müde macht. Ideal, wenn man krank ist und agieren muss. Ruhe und Hausmittel natürlich sonst in allen anderen Fällen. Ja, eben. Genau, ist auch meine Meinung. Ja, Paracetamol haben wir auch mal eine gewisse Zeit lang verwendet bei fiebrigen Infekten etc. Hat wahrscheinlich gewirkt. Genau, weiß man es ja nicht, ja, weil man keinen Vergleich hat. Einer mit Paracetamol, einer ohne Paracetamol und beide müssen genetisch identisch gleich sein, um zu sehen, was nachher im Endeffekt rauskommt, wer schneller wieder auf den Beinen ist oder so. Also man kann immer nur vermuten, dass es geholfen hat. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wo man weiß, man nimmt jetzt was ein, wenn man richtig schwer zu tun hat, schwer zu kämpfen hat. Aber ansonsten, Paracetamol geht natürlich auch auf die Leber, wenn man zu viel nimmt. Aber das macht man ja nicht. Macht man ja nicht. Fixomul, einfach etwas davon zur Fixierung von Pflastern, Verbänden etc. geht immer. Richtig ist das, was ich gesagt hatte. Wo ist es? Hier. Diese Matte, diese Klebematte. Und atmungsaktiv. Ganz, ganz gute Sache. Das Zeug hier ist nicht billig. Ist wirklich nicht billig. Habt ihr auch gesehen in den zwei letzten Videos, was bei Erste-Hilfe-Materialien so alles an Beträgen zusammenkommt. Tobi, du bist verrückt, du bist wahnsinnig. Also ehrlich, das ist nicht billig. Weiter, Leukosan-Strips, wie die bekannten Steristrips, aber in kleineren Packungen erhältlich. Ich habe die für mich gängig in beiden Größen beigelegt. Sonst sind bei uns in jedem EDC-Material Medical Kit drin. Man muss ja nicht jede Schnittwunde nähen. Das ist wohl wahr. Eben, als Nahtersatz für kleinere Dinge. Zum Zusammenziehen, die Haut zusammenziehen. Ideal, perfekt. Warum mit der Nadel dran rumstechen? Guter Pro-Wundfilm. Der fehlt im Paket. Das MHD der Pflaster war abgelaufen. Och, Mann, Tobi, als ob mich MHD interessieren würde. Aber ist okay. Hätt's ruhig reinlegen können. MHD interessiert mich nicht die Bohne. Also kommen Sie zu mir in den Keller. Das ist nämlich egal. Da ist das nämlich egal. Ja, bei mir wäre es auch egal gewesen. Ne? Also ich bin, was MHT angeht, überhaupt nicht kleinlich. Aber es ist in Ordnung, also war jetzt nur Spaß. Ja. Nicht, dass ich das MHT nicht respektiere, das war kein Spaß, das ist wirklich ernst. Aber ist schon in Ordnung, dass nicht dabei ist. Ich habe aber schon neue bestellt und schicke sie dir. Ach, das hättest du nicht brauchen. Nach haften sehr gut, in der Regel sehr gut. Hautverträglich und weitgehend wasserfest. Zwei Größen, sehr sinnvolles Produkt. Ja, jetzt sage ich aber nichts mehr. Als Anregung für deine Erste-Hilfe-Ausrüstung, Muster dazu habe ich leider gerade nicht zur Hand. Wäre vor allem noch, kommen noch ein paar Empfehlungen. Rivanol zu nennen als Salbe und oder Lösung. Sehr gutes Mittel bei leicht entzündeten Hautverletzungen. Das haben wir jetzt in Form der Aloe Vera Handcreme und der Wundcreme haben wir es jetzt natürlich auch schon drin.
im System. Gut, das ist kein Rivanol, das sind andere Dinge, aber an diesen Punkt habe ich auch gedacht. Jetzt gerade im letzten Low-Cost Prepping-Video ist es da drin, vom September. Enthält kein Jod, im Gegensatz zu allen mit Beta-Isadona, PVP-Jod etc. Weiterhin finde ich Mittel gegen Durchfall wie Imodium sehr wichtig. Okay, da haben wir jetzt Kohletabletten drin. Die sind schon drin, hast du vielleicht gesehen auch im Video. Also wenn das Video auf dem freien Kanal aufgeschaltet wird. Ansonsten Imodium, ich hatte mal ganz fürchterlich zu tun. Wir haben eine 14-tägige Tauchreise im Sinai gemacht, so mit Zelt und diese Allrad-LKWs und das ganze Zeug. Es war eine sehr interessante Sache. Wir hatten Tauchplätze, da war niemand anders. Wirklich niemand. Ab und zu mal ein Schiff gesehen, okay. Und da hat mich aber Montezuma erwischt. Ja, die Küche auf diesen LKWs, die entsprach nicht deutschen Hygieneverhältnissen. Ich glaube, die entsprach noch nicht mal ägyptischen Hygieneverhältnissen. Hat mich halt eben erwischt. Die letzten 4-5 Tage des Aufenthalts waren von Schmerzen begleitet. Die Wüste war gelöchert mit dem Spaten. Von mir gelöchert. Gut, andere haben es auch. Andere haben auch gelöchert. Und als ich zu Hause war, dort gab es natürlich keine Mittel, absolut keine Mittel. Ich musste das ertragen. Das war eine Flüssigkeitsentzug vom Körper, der war schon ganz gravierend. Als ich zu Hause ankam, war das schon ein bisschen bedenklich. Hab dann sofort Imodium und eben Elektrolyte und das ganze Zeug mir eingeworfen, besorgt. Auch das Imodium hat nicht geholfen. Das hat immer noch, ich meine, es wäre immer noch 3 Wochen gegangen, obwohl ich täglich Imodium eingenommen habe, bis es dann nachher abgeklungen ist. War also was ziemlich Übles. Ja. Und ist nicht schön. Ist nicht schön sowas. So viel zum Imodium. Also ich habe da Imodium schon ein bisschen Erfahrung. Das ist nicht die Lösung aller Probleme. Wenn man Durchfall hat, heißt es nicht, dass Imodium sofort hilft. Die Bakterien können hartnäckiger sein. 0,5% Hydrocortison, sinnvoll. Breites Einzelspektrum, günstig, Sonnenbrand, Insektenstiche, Ekzeme etc. um die 5 Euro. Last but not least, bin ich ein absolut unermüdlicher Verfechter von H2O2, 3%iges Wasserstoffperoxid. Ja! Finde ich auch gut. 3%iges kriegt man vor allen Dingen überall. Also in der Apotheke natürlich, klar. Ist frei verkäuflich. Ich habe sogar noch höherwertiges, wir reinigen damit. Natürlich nur mit, also verschiedene Dinge kann man fast nur reinigen, mit extrem aggressiven Oxidationsmitteln. Und das ist halt einfach Wasserstoffperoxid. Aber das Problem ist, dass Wasserstoffperoxid leider nicht lange hält. Im Vergleich zum Beispiel zu Chlordioxid baut es halt einfach ab mit der Zeit und irgendwann ist die Wirkung nur noch ganz gering. Aber von der anderen Seite her, ich finde Wasserstoffperoxid, wenn man denn ständig Zugang hat dazu, finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, das Einfache ist halt eben Chlordioxid, weil das steht da und das bleibt. Verändert sich auch nicht. In der Braunglasflasche richtig im Regal untergebracht. Schreibst dazu, zwar mittlerweile sehr oldschool, aber immer noch unübertroffen bei der Reinigung von verschmutzten Wunden. Anlösen, eingetrocknete Sekrete etc. geht auch gut als desinfizierende Mundspülung. Für diese ganzen Dinge verwende ich eben Chlordioxid. Vielleicht findest du auch etwas davon wichtig. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ansonsten beste Grüße und den Wunsch, dass du außer den Nitrilhandschuhen möglichst wenig von dem Zeug brauchst. Danke. Vielen Dank, Tobi. Hast mir eine große Freude gemacht. Das passt natürlich wunderbar zu den Themen, die wir gerade hatten jetzt im Low-Cost-Prepping-Projekt. Und wie gesagt, die Nitrilhandschuhe werden gleich ausgetauscht. Und versprochen,
die Latexhandschuhe hebe ich nicht auf für irgendwas anderes, sondern ich werfe sie in den Mülleimer. Versprochen. Nochmal ein ganz kurzer Blick für euch auf die ganzen Dinge. Oh, da haben wir alles. Und ich würde sagen, Leute, ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Video.